Ich darf zu uns noch auf die Bühne bitten, den Josef Kranerwetter. Er ist Geschäftsführer bei der Weidmüller GmbH. Herzlich willkommen. Herbert Kling, Unternehmer und Unternehmensmeinungsforscher. Herzlich willkommen. Bitte nehmt Platz. Und schließlich den Tommy Öhl, Managing Partner bei den eben schon genannten Vito Ventures. Herzlich willkommen. Ich würde mir den gerne am Rand nehmen, wenn es okay ist. Ja, kommen wir uns bitte. Ja, meine Herren. Ich darf doch meine erste Frage nochmal an den Max Wissmann richten. Sie haben sehr anschaulich gezeigt, wie viele Aktivitäten Sie hier setzen. Wie haben Sie denn das budgetiert? Also wir haben für uns sehr stark unterschieden, was sind Themen, die wir einfach machen müssen. Also was sind Aspekte, sie sind Hygienefaktoren. Mhm. Also ich brauche, wenn ich im Internet der Dinge eine Rolle spielen will, dann brauche ich eine funktionierende Infrastruktur. Ansonsten kann ich mir zwar viel überlegen, aber ich werde es nie implementieren können. Und da haben wir, ich will nicht sagen budgetfrei, aber einfach gesagt, we need to execute this. Was die Verlängerung des Geschäfts betrifft, einen sehr harten Business Case, aber nicht mit der Perspektive, dass wir innerhalb der nächsten 12 Monate schon Break-Even sind, sondern eher auf eine 3- bis 5-Jahres Zeitleiste. Und was die Investitionen in Vito Ventures und WhatX betrifft, dort letztendlich in den Zyklen, die Technologien brauchen. Also das heißt, da bewegen wir uns zwischen 5 bis 10 Jahren, was einen potenziellen Return betrifft. Letztendlich kann ich aber sagen, dass das ist natürlich eine unternehmerische Entscheidung gewesen, dieses Portfolio zu bauen, aber es ist eine unternehmerische Entscheidung, die wir gemeinsam in dem großen Management-Team getroffen haben. Also es ist nicht so, dass die Familie gesagt hat, wir wollen das gerne, sondern das ist etwas, was wir in der Strategie erarbeitet haben und dann entsprechend in die Umsetzung überführt haben. Aber das bedarf schon einer Eigentümerstruktur, die sagt, das wollen wir jetzt machen und da ist nicht das EBITDA im Kernfokus bei diesen Aktivitäten. Also vielleicht ein Satz noch dazu. Also das EBITDA im laufenden Geschäftsjahr. Genau, ich glaube, ein Satz noch dazu. Sie können sich in der Zeit, in der es sehr gut läuft, ist es immer sehr schwer zu verargumentieren, warum es vielleicht in 3 bis 5 Jahren deutlich herausfordernder werden wird. Aber wenn man sich ganz nüchtern damit auseinandersetzt, was bedeutet das eigentlich, wenn ich keinen digitalen Zugang habe auf der Vertriebsseite, wenn ich kein digitales Services anbieten kann mit der notwendigen Profitabilität, dann weiß ich, dass ich zwar kurzfristig vielleicht einen Schluck aus der Pulle nehmen muss, aber dass ich in 5 Jahren ansonsten echt in eine problematische Situation reinlaufe. Und deswegen war es für unser gesamtes Management sehr einfach zu sagen, das ist das Investment, was wir jetzt tätigen müssen, um in den nächsten 5 Jahren tatsächlich das neue Kerngeschäft gestalten zu können. Mhm. Herr Höhl, Ihr Tätigkeitsbereich, die Vito Ventures, die sind vorher kurz angerissen worden. Es gab da einen tollen Begriff, nämlich industrieagnostisch. Was ist industrieagnostisch? Bei der Entscheidung, als Fissmann das Investment in Vito Ventures getätigt hat, war ganz, ganz am Anfang schon geklärt oder haben uns darauf geeinigt, wir werden nicht Beteiligungen anstreben, die strategisch relevant für Fissmann und Fissmanns Kerngeschäft ist. Oder auch in dieser Überlegung, was kommt nach dem Kerngeschäft. Sondern eher im industrieagnostisch oder holistischer betrachtet, welche Technologien werden die digitale Transformation von Unternehmen und Infrastruktur in den nächsten Jahren begleiten? Was braucht man in 10 Jahren? Wo stehen wir da alle? Und mit dem Ansatz würde man ja erstmal sagen, oder viele andere Corporate Venture Capital Fonds etc. versuchen, eine Minderheitsbeteiligung an einem Startup zu tätigen, um im besten Fall irgendwann farblich anzustreichen und in einen Konzern zu integrieren, was oftmals nicht funktioniert. Mhm. Bei dem Thema zu sagen, man investiert in Technologien, die das Ganze ganzheitlicher angehen, und wir können ein Beispiel rauspicken von dem Slide, von dem Max gezeigt hat. Micropsy Industries ist ein Collaborative Robotics, Hardware und Software. Bedeutet, wie kann man Industrierobotern Skills beibringen, die sonst bisher nur Menschen können? Oder wie kann man die Zusammenarbeit mit Menschen vereinfachen? Ist es ein Thema, das vielleicht in der Produktion bei Fissmann relevant ist? Ja,
aber betrifft es viele Industriebetriebe? Auch ja. Und dann partizipiert man tatsächlich eben nicht nur an der Technologie, sondern auch an der finanziellen Performance, die solche Unternehmen machen werden, und hat damit eigentlich einen Win-Win. Okay. Josef Kraner weiter. Wir machen zuerst mal eine Runde und dann kommen wir ins Gespräch. Aber, du vertrittst ein Unternehmen, das, glaube ich, die inkrementelle Verbesserung mit der Muttermilch aufgesogen hat. Ein unglaublich effizienter deutscher produzierender Mittelständler, der aber eigentlich von dieser ganzen Digitalisierungsentwicklung enorm profitieren müsste. Ist das so? Müsste, ja. Vor dem Hintergrund, dass ja diese Technologie oder diese Zeit, die wir jetzt haben, Unmengen an Daten sammelt, das heißt von A nach B irgendwelche Informationen bringt, ist das rein technologisch einmal genau das, was wir brauchen für unser Geschäftsfeld. Dummerweise sind wir sehr physikalisch, das heißt, wir sind sehr hardwarelastig und viele Dinge bewegen sich in ganz anderen Bereichen. Aber da drin liegt ja auch die riesengroße Chance für das Unternehmen, auch wenn wir jetzt 160 Jahre Verbindungstechnik produzieren, dass genau dieser Hype oder diese Welle, in der wir gerade drinstecken oder auf der wir da reiten, etwas zu dem Unternehmen bringt, von dem wir, von deren Dimension wir heute noch keine Abschätzung machen können, weil es in einer sehr frühen Phase drinsteckt. Und wir letztendlich auch einmal noch in einer gewissen Lernphase sind, was bedeutet das, wo müssen wir andocken und was machen wollen wir unsere Kunden. Die Kunden, die wir heute haben, werden wir unter Umständen und einige davon mit ziemlicher Sicherheit in 5 Jahren nicht mehr haben, weil sich einfach technologisch komplett etwas gewandelt hat. Und da ist die Herausforderung, da dran zu bleiben, aber vor allem diesen großen Schritt auch gemeinsam in die Zukunft zu machen. Also jetzt nur zu entwickeln und zu schauen, wir können es besser, ist zu wenig. Wir haben es nicht schaffen, da wird uns Verschiedenstes abhängen. Das heißt, wir müssen schon einmal einen Ausfallschritt machen in unseren Überlegungen. Und da, denke ich, sind wir mittendrin. Was bedeutet denn dieser Switch in Unternehmen von diesem Fokus auf der inkrementellen Verbesserung dorthin zu gehen, man denkt die Dinge mal neu, man überlegt sich, kann man etwas neu ansetzen. Wie gehen die Organisationen damit um? Herbert, du hast schon viel geforscht in diesem Bereich. Wir haben dazu wirklich schon viel gemacht. Also ich bin ein Geschäftsführer von Meinungsraum, ein Marktforschungsinstitut in Wien. Und wir machen auch sehr viel Mitarbeiterbefragungen, wo diese Themen Change, Digitalisierung etc. natürlich auch immer wieder vorkommen. Die kurze Antwort ist, es ist schwierig. Es ist sehr schwierig für die Unternehmen, sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeiter. Also sie tun sich da einfach extrem schwer mit so großen auch Philosophieänderungen. Der Veränderungswille grundsätzlich bei Mitarbeitern ist jetzt nicht allzu hoch ausgebildet. Also man fährt da lieber etablierte Strukturen weiter. Die kurze Antwort ist, es ist schwierig. Kommt Ihnen das bekannt vor? Schwierigkeiten nicht, aber die Aussage ja. Ich glaube, wenn man insbesondere mit einer 100-jährigen Tradition agieren kann, dann hat das viele Vorteile, weil man eine extrem bedeutsame Identität den Mitarbeitern gibt. Wenn man aber Veränderungen in diesem Kontext vorantreiben möchte, dann muss man aufpassen, dass man die Identität nach wie vor wahren kann. Und das kriege ich nur hin, indem ich wahnsinnig viel kommuniziere und indem ich sehr klares Erwartungsmanagement mache. Und wir haben bei uns unterschiedlichsten Formate eingeführt, also TGIM-Meetings, also Thank God It's Monday, wo wir eine Stunde lang Q&A-Sessions zugelassen haben, wo die Mitarbeiter Fragen stellen konnten und wir die Strategie im Detail erklärt haben. Aber wir haben vor allem den Leuten gesagt, wir haben jetzt 12 Monate, in den 12 Monaten habt ihr Zeit, euch damit auseinanderzusetzen. Wir stellen euch genug Formate, E-Learning, Plattformen und so weiter zur Verfügung, damit ihr euch aufschlauen könnt. Dann haben wir 12 Monate, wo wir in die Umsetzung übergehen und ab dem 24. Monat gibt es relativ wenig Kompromissbereitschaft. Das heißt, die Erwartungshaltung war sehr, sehr klar. Ein 2-Jahres-Zeithorizont war, glaube ich, auch nicht zu kurz gesteckt. Und dementsprechend exekutieren wir das heute. Also das heißt, wenn das zu nachhaltigen Veränderungen führt, dann überrascht das heute niemanden. Aber es ist natürlich trotzdem noch herausfordernd, das den Leuten on the job zu erklären. Ja.
Wir haben vielleicht noch einen Datenpunkt. Wir haben witzigerweise auch im Sinne der Marktforschung oder der internen Mitarbeiterbefragung immer wieder die Stimmungsbilder, dass die Leute ein extrem klares Bild davon haben, wo wir eigentlich hinwollen, dass es für sie aber individuell sehr schwer ist, zu benennen, wie sie jetzt einen Beitrag dazu leisten sollen. Und diese Lücke zu schließen, das ist das, was Unternehmensführung immer herausfordernd macht. Aber es ist im digitalen Kontext, wo die Impulse und Erkenntnisse so kurzfristig einfließen, umso herausfordernder. Ja, ich möchte kurz zwei Zahlen bringen. Das eine ist aus dem Top-Management Report Österreich. Das war eine Studie unter, ich glaube, 300 Top-Managern. Und da gab es eine Frage, die hat geheißen, wie wichtig ist Innovation für Ihr Unternehmen? Und dann 59%, also 60% knapp gesagt, ja, das ist sehr wichtig für unser Unternehmen. Und dann gab es eine Folgefrage, die hat geheißen, welches Bild verbinden Sie mit Innovation in Ihrem Unternehmen? Und da haben nur 20% gesagt, ein sehr positives Bild. Also 60% sagen, das ist sehr wichtig, aber ein positives Bild, wenn Sie an Innovation denken, sind nur 20%. Und wir reden von Top-Managern. Ja. Und da entstehen halt dann an diesen Reibungsflächen entstehen dann halt auch die Schwierigkeiten. Man weiß, es ist notwendig, aber so gern tun, tut man es nicht. Ja. Und dann kommt gleich das nächste Problem, das Sie angesprochen haben, also die nächste Challenge. Kommunikation unternehmensintern. Und hier sehen wir vor allem in unseren Forschungen immer das Top-Down-Kommunikationsproblem. Also dass man halt ab der zweiten, dritten Ebene eigentlich nicht mehr weiß, was die Strategie ist, wo die Reise jetzt genau hingehen soll, was man für einen Beitrag dazu leisten kann, etc. Wie viel Prozent des Ziels, das ihr euch für die ersten 12 Monate vorgenommen habt, meint ihr, habt ihr denn erreicht? Also wenn ich es richtig verstehe, es geht schon darum, eigentlich ist auf alle Ebenen bei den Leuten ein bisschen das Mindset zu ändern, oder? Ja, also wir haben in den ersten 12 Monaten haben wir top-down eine Strategie vorgegeben. Also wir haben im Prinzip gesagt, grüner Tisch, was heißt das für uns und wie kriegen wir jetzt das Unternehmen aktiviert, dass sie auch aktiv daran arbeiten. Und nach den 12 Monaten einen relativ harten Cut gemacht und gesagt, wir schauen uns jetzt gemeinsam mit den Mitarbeitern, also in Summe mit knapp 1600 Mitarbeitern, sehr kritisch die bisherige Digitalstrategie an und überlegen uns gemeinsam in Design Thinking Workshops mit unseren Kunden, was wir eigentlich konkret jetzt anders machen können und wie die zukünftige Strategie für die nächsten 12 Monate aussieht. Also das heißt, auch die Bedürfnisse in der Kommunikation durch Design Thinking Workshops sehr konkret erarbeitet und nicht, wir denken, das ist richtig. Und ich glaube, ich kann sagen, dass die 12 Monate top-down sehr gut waren für die Mobilisierung und die Adaption an das, was dort aktuell passiert. Aber die letzten 12 in der Execution dessen, was wir bottom-up entwickelt haben, eine viel größere Masse der Leute sich damit hat identifizieren lassen. Weil das Gefühl immer da war, die strategische Stoßrichtung XY, da habe ich dran mitgearbeitet, das ist mein Input, den ich dort geleistet habe. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn man ein traditionelles Unternehmen hat, dann muss man die Identität weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist uns okay gelungen bisher. Mhm. Habt ihr während dieser ersten 12 Monate nie die Kritik bekommen von den Mitarbeitern, ja, wann tun wir denn jetzt endlich was oder wann passiert denn jetzt was? Also schönes Beispiel, Startup Days letztes Jahr im Juli, glaube ich, ungefähr. Davor gab es, ist glaube ich der 4. Startup Day oder so gewesen, wo wir Unternehmen dann zu unserem einen Hauptstandort eingeladen haben. Also die Leute konnten sich darauf bewerben, die mussten begründen, warum sie jetzt gerne daran teilnehmen wollen. Wir hatten, glaube ich, 250 Plätze und es gab 800 Bewerbungen, was per se dann auch schon wieder herausfordernd ist, das richtig zu kommunizieren. Aber die Leute, die dort waren, die 250 Leute, die haben, da war zu 100% die Botschaft, okay, ich habe verstanden, warum wir das machen und ich habe auch verstanden, wie ich mich dort einbringen kann. Also das heißt, umso konkreter man das auch durch externe Beispiele gemacht hat, desto besser war es für die Leute, ihren Wertbeitrag am Ende des Tages auch benennen zu können. Vielleicht da eine Ergänzung, ein ganz wichtiger Punkt, das war so ungefähr der Zeitpunkt, als ich mit dazugestoßen bin und so. Es ist ja oftmals gar nicht das Thema, dass, wie Sie auch nach den Daten sagen, dass die Leute nicht wissen, dass es wichtig ist. Und zwar einmal fehlt die Art und Weise, die Vorstellung von, wie das umgesetzt werden soll. Aber da kommt oftmals auch so eine Komponente rein, wie fast eher Scham oder Angst, nicht mehr zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Und diese,
die Angst davor, das zuzugeben, dass man den Beitrag vielleicht nicht mehr selber leisten kann. Und dieses Nachhilfefragen ja oftmals in etablierten Unternehmen gar nicht so einfach ist. Mhm. Weil nichtsdestotrotz hat sich ja auch über die letzten Jahrzehnte die Fehlervermeidung von FISMAN und der Qualitätsanspruch zu sagen, wir machen keine Fehler, das ist ja eine Grundeinstellung zu sagen, wie man diese Themen angeht. Und jetzt sind es andere Herausforderungen, sprich auch das Abholen der Mitarbeiter zu sagen, wir brauchen Fehler, wir brauchen schnell Iterationen und wir brauchen die Punkte, wo man sowas mit reinspielt. Das geht halt nicht von heute auf morgen und da hilft halt neben dem Wachrütteln auch irgendwann die Hand reichen, um zu sagen, so kann sowas funktionieren. Mhm. Ich glaube, es ist eine relativ komplizierte Botschaft, nicht? Weil jetzt in der Produktion werden Sie ja nicht die Devise ausgeben, haben jetzt machen wir Fehler, sondern da sind Sie ja weiterhin bei dem möglichen Null-Fehler-Bild, oder? Also was interessant ist, wie also das deutsche Wort Scheitern ist ja sehr einseitig besetzt. Ja? Wenn man sich in den USA damit auseinandersetzt, was heißt es eigentlich to fail? Dann heißt to fail nicht, dass man sich für seine Identität schämen muss, sondern es heißt, dass man an einem Punkt ist, den man irgendwie weiter iterieren kann. Und wir haben unseren Leuten klargemacht, dass Fehler kein Selbstzweck sind, sondern dass, wenn wir dabei sind, neue Erkenntnisse zu gewinnen, dass wir dann Sachen ausprobieren müssen. Und dass man dann eine gewisse Unsicherheit auch zulassen muss, um zu schauen, ob das funktioniert. Mhm. Überleitung zur Produktion. Wir haben kollaborative Roboter bei uns in der Fertigung eingeführt. Jetzt würde man vermuten, dass das in der Kommunikation auch sehr herausfordernd ist, weil der Mitarbeiter sagt, das substituiert jetzt mich als Person. Und wir haben versucht, das sehr mitnehmend zu tun. Also die Programmierung der Roboter hat immer mit den Mitarbeitern stattgefunden. Und wir haben dann gezeigt, okay, dadurch, dass du hier Zeit gewonnen hast, rationalisieren wir dich nicht, sondern wir können dich jetzt an einer anderen Stelle sinnvoller einsetzen. Das macht auch deinen Job ehrlicherweise einen Ticken interessanter. Und diese Überleitungen funktionieren auch dann nur, wenn sie maximal konkret sind am Ende des Tages. Jetzt habt ihr ja das gesehen, es gibt die Installateurs-Community. Jetzt sind Installationsbetriebe jetzt nicht die Bannerträger der Innovation gemeinhin. Welche Erfahrungen habt ihr denn bei dem Projekt mit euren Kunden gemacht? Also die vielleicht drei Antworten. Also die erste Antwort ist, wir stellen ja in ganz vielen Industrien fest, dass der Konsument, die Privatperson bei der Nutzung von digitalen Technologien viel weiter ist als der Mitarbeiter im Unternehmen. Also es ist faszinierend. Ja? Also es ist so, ich komme morgens als Handwerker in meinen Betrieb rein und dann vergesse ich, dass ich bis vor einer Sekunde bei Facebook mit 50 Leuten kommuniziert habe und fange an, den Zettel in die Hand zu nehmen. Also das heißt, da die Botschaft zu transportieren, das ist gar nicht so anders, sondern du musst nur das Gute mitnehmen in deinen beruflichen Alltag. Das kriegt man kommunikativ hin. Der zweite Punkt ist, und da ist man wieder bei den Mehrwerten, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Also das heißt, ich muss zeigen können, ich löse hier für dich ein effektives Problem. Schönes Beispiel, wir haben angefangen, Predictive Maintenance Module bei unseren Heizungen einzuführen. Das heißt, wir können dem Handwerksbetrieb vorausschauend sagen, dort wird eine Zündelektrode in einem Tag ausfallen. Also tust du gut daran, wenn du dich jetzt darum kümmerst. Versteht er sofort, dass das für ihn den Planungsaufwand maximal vereinfacht. Und die dritte Botschaft, und das gilt genauso auch für Unternehmen, nicht jeder hat Lust, sich in seiner Lebzeit nochmal zu verändern. Und das ist auch okay, weil vielleicht ist das ausreichend. Und am Ende des Tages versuchen wir, die zu mobilisieren, die dem sehr aufgeschlossen sind und denen die richtigen Tools an die Hand zu geben, diejenigen, die mal zweifelnd, aber positiv sind, nochmal zusätzlich mitzunehmen und denjenigen, der sagt, es ist nicht meins, da auch entsprechend respektvoll mit umzugehen. Mhm. Ja. Und das funktioniert bisher sehr gut, aber ist ehrlicherweise auch eine Verantwortung, da die Konsequenzen klar zu transportieren. Eine Frage in die Runde. Wie gehen wir denn damit um, dass das, was jetzt gerade passiert, schon auch ein bisschen ein Eingeständnis ist, dass wir das, was wir die letzten 30 Jahre in Unternehmen betrieben haben, irgendwie am Ende ist. Und das hat schon auch ein bisschen was mit einer insgesamt gescheiterten Strategie zu tun. Wenn wir
Kilometer an Regalkilometern an Management-Literatur konsumiert haben. Wie machen wir unsere Unternehmen lean? Wie machen wir sie effizient? Wie setzen wir Organisationen richtig auf? Und jetzt kommen auf einmal Startups daher, die dem allem völlig widersprechen, aber die irgendwas, was offenbar für unser aller Zukunft sehr entscheidend sein könnte, deutlich besser machen. Wie gehen wir denn mit diesem Gefühl um? Also wenn ich das angreifen darf, ich glaube, das war oder ist nach wie vor ein Riesenverteidigungsministerium, diese Industrie der Managementliteratur. Weil letztendlich hat man ja nichts anderes gemacht, als das Verwalten zu lehren und bestenfalls Best Practices weiter zu erzählen, wer macht was. Und letztendlich, wenn man die Startups anschaut, oder jeder ist ja im Prinzip bei sich ein kleines Startup, wenn er mit Handy und ähnliche Dinge zu kommunizieren beginnt, aber hat er nichts zu verteidigen. Das heißt, wenn er sich da rauswagt und einmal selbst ausprobiert, wie es in seinem persönlichen Umfeld funktioniert, wenn er ein bisschen innovativer wird, wenn plötzlich Leute auf Dinge antworten, von denen er nie Antwort erwartet hätte, dann ist er genau in dem Stil drinnen. Mhm. Also ich glaube, Fehler hat man vielleicht nicht gemacht die letzten 30 Jahre. Man hat ja einen Status quo super verwaltet. Was man vielleicht nicht tun sollte, ist, man sollte 30 Jahre nicht restrukturieren, die man hatte. Also jetzt zurückarbeiten und sagen, ich mache jetzt meine Firma neu und stelle sie auf wie ein Startup, würde ich jetzt bei mir nicht machen mit meinen 24 Leuten. Mhm. Aber es gibt da Potenzial für ein Speedboot. Ja? Die setzen sich ab und die machen das Neue. Ich glaube, was ja mit dazu kommt, ist, Organisationen haben ja keine Strukturen aufgebaut, um sich absichtlich langsam zu machen, sondern es ist ein Zweck, der erfüllt werden muss. Ab einer bestimmten Größe braucht man nun mal Prozesse, wie das alles managebar ist. Heißt, Startups ab einer gewissen Größe werden auch ähnliche Prozesse haben, die auch in anderen Konzernen zu finden sind. Es liegt tatsächlich an der Größe. Und jetzt ist eben die Frage, ich kann tatsächlich mit digitalen Tools und Best Practices versuchen, mein Kerngeschäft und das, was ich bisher tue, zu vereinfachen oder zu optimieren. Aber am Ende des Tages geht es tatsächlich wahrscheinlich um die Speedboote zu sagen, wie komme ich an Themen ran, die entweder mein Kerngeschäft weiter befeuern oder die Themen abdeckt, die nach meinem Kerngeschäft kommen. Oder welchen unfairen Vorteil habe ich denn durch meine Position heute, Geschäftsmodelle der Zukunft mit aufzubauen? Und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Fehler gemacht wurden, weil beim Konzern, der 100 Jahre alt ist oder 160 Jahre alt, wird Innovation und der Punkt, was anders zu machen, immer schon eine Rolle gespielt haben, sonst wäre man heute nicht hier. Deswegen sich vielleicht auch mal wieder auf seine DNA zurückbesinnen und zu sagen, was waren eigentlich die entscheidenden Komponenten, wann haben wir uns verändert? Da nun mal heute auf den anderen Herausforderungen einfach auf andere Pferde zu setzen und sich das mit dazu zu holen oder über Wege wie ein Venture Capital Fonds Themen erschließen, die man sonst nicht hinbekommt. Mhm. Ja, ich sehe es jetzt auch ähnlich. Also ein 100-jähriges Unternehmen oder ein 160-jähriges Unternehmen hat ein anderes Narrative als ein Startup. Und schlussendlich geht es bei all diesen Prozessen auch schlichtweg um Unsicherheitsabsorption im weitesten Sinne. Also darum, möglichst sicher auf der Reise zu sein. Und ein Startup per se ist aber in einer unsicheren Welt unterwegs. Also die sind ja auf maximaler Unsicherheit und etablierte Unternehmen wollen Sicherheit schaffen und Unsicherheit absorbieren. Mhm. Also die haben ganz unterschiedliche Ansprüche. Jetzt ist es natürlich auf drei zu. Ich kenne auch Unternehmen, die das versucht haben, sich so eine Startup-Philosophie umzuhängen. Das endet dann meistens damit, dass der Wutzler, also der Tischfußballtisch irgendwo im Vorraum aufgestellt wird und dann ist man halt ein Startup, ja wunderbar, tolle Übung, ist aber halt auch nicht sehr authentisch und wie ich letztens gelesen habe, ein Interview mit dem Geschäftsführer von Spock, die sind jetzt verkauft worden an irgendein skandinavisches Venture-Unternehmen und der hat gesagt, der Onboarding-Prozess schaut bei denen so aus, dass jeder Mitarbeiter ein Paket bekommt und dann wird gesagt, das ist dein Schreibtisch, du hast den Vormittag Zeit, deinen Schreibtisch zusammenzubauen. Ja. Also wenn das jetzt so die Philosophien sind, die man Startup-mäßig dann ins eigene Unternehmen transferiert, wird das wahrscheinlich eher schief gehen. Und die Frage ist, ob ich eben Prozesse, die per se dafür da sind, Unsicherheit zu absorbieren, jetzt auf einmal aufgeben kann, weil ich sage, ich will ein Startup sein. Also ich bin auch ganz, ganz stark Anhänger der Philosophie, man kann Teile ausgliedern, man kann kleine Entitäten zukaufen, das Schnellboot dazu nehmen, wie auch immer. Aber jetzt in großen, etablierten Strukturen, die meistens durchdrungen sind von veränderungsunwilligen Mitarbeitern oder eher veränderungsunwilligen Mitarbeitern, ist das verdammt schwierig. Ich glaube, in der klassischen Industrie würde sich zu dieser Zusammenbauaufgabe noch dazu gesellen, finde heraus, welche zwei Schrauben zu viel sind, oder? Das wäre super, ja. Oder bastel dir die Schraube, die fehlt selber.
Bitte. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube, dass es schon immer richtig gewesen ist, für sich zu identifizieren, wo man den von Tommy gerade angesprochenen Unfair Advantage, also den unfairen Vorteil, erzielen kann. Und der kann in ganz unterschiedlichen Elementen liegen. In vielen tradierten Unternehmen liegt er heute nicht mehr in der Kultur. Und das ist, hat ganz unterschiedliche Gründe, hat auch viel mit der Risikovermeidung zu tun, die man über Jahre in den Strukturen vorangetrieben hat. Aber das ist ein Punkt, den man verändern kann, der aber einfach Zeit braucht. Und wir haben für uns gesagt, es ist eben kein Selbstzweck, einen Kicker irgendwo hinzustellen und zu sagen, wir müssen das genauso machen, das wäre kindisch, das zu tun, sondern eher zu sagen, was ist denn das, was uns heute stark macht und wie können wir das vielleicht auch durch Technologie gestützt noch besser und effizienter machen. Und wenn man sich anschaut, wie wir heute unsere Organisation managen, also über Tools, die maximale Transparenz ermöglichen, über Möglichkeiten, die bisher immer in Ineffizienzen und zusätzlichen Managementstrukturen gemündet sind, dann stellt man relativ schnell fest, dass diese Schritte, die man von Startups ein Stück weit übertragen kann in dem Management der Organisation, die sind sehr leicht zu gehen. Was spannend ist, ist eher das, und das ist das, was ein Unternehmen im Early-Stage-Bereich natürlich auszeichnet, die Orientierung zum Kunden wieder zu stärken. Also sich viel weniger damit auseinanderzusetzen, dass es 11.999 Kollegen gibt, mit denen man sich auseinandersetzen könnte, sondern viel intensiver und auch da wieder durch Technologie einen sinnvollen Zugang zu den Kundenbedürfnissen zu schaffen, um daran entsprechend die Angebote zu strukturieren. Und ich glaube, da sind wir als Industrieunternehmen alle an dem Punkt, dass wir genau verstehen mittlerweile, was dort zu tun ist. Ist jetzt eher das Wie, also wie kriege ich das am Ende des Tages auf die Straße? Und da wähne ich uns nicht auf der Straße der Verlierer, sondern eher mit viel Potenzialen und Möglichkeiten. Okay. Meine Damen und Herren, ich darf übrigens die Diskussion für das Publikum öffnen. Wenn Sie etwas beitragen möchten, fragen möchten, widersprechen möchten, sind herzlich eingeladen, mir einfach ein Handzeichen zu geben. Es kommt dann die freundliche Beatrice oder der... Ha, haben wir schon. Brauche gar nichts mehr weiter erklären. Bitte. Hallo. Ja. Wolfgang Gomernik, Firma Delta, vielen Dank. Eine Frage und dann ein Kommentar an den Herrn Klink, bitte. Habe ich das richtig verstanden? 20% der befragten Manager sehen Innovation als positiv. Als sehr positiv. Als sehr positiv. Ja. Was war der Stichmengs? Also 60% sagen, es ist sehr wichtig fürs Unternehmen. Klar. Und dann war die Frage ganz genau im Wortlaut, welches Bild entsteht für Sie, wenn Sie an Innovation für Ihr Unternehmen denken? Aber ansonsten hätte ich kurz das Österreich ziemlich abseits gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist wichtig, es ist ja klar, aber es ist jetzt nicht unbedingt positiv gesehen. Also gern macht man das nicht. Weil interessant wäre dann eben die Frage, die auch der Wiesmann das kommentiert, wenn man dieselben Manager fragen würde, wie viel davon über Airbnb oder über Booking.com oder auf Xing oder LinkedIn oder es cool findet, mit Uber zu fahren. Denken wir eine Komfortzone. Richtiger, ja. Also genau, und, ja. Und da gilt es eben auszureißen, weil was im Silicon Valley zum Beispiel gesagt wird, if you fail, fail fast, dann ist es das, was Österreich braucht. Aber danke für die Klarstellung, dass 60%, das kann ich hier bleiben. Ja, danke. Ja. Ich habe, bitte. Schön, Michael Sander von der Firma ProAlpha. Eine kleine Frage an den Herrn Fiesmann. Können Sie es in Prozent beziffern vom Umsatz vielleicht, wie viel investieren Sie tatsächlich in dieses Thema digitale Transformation? Also nur um ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln, wie viel Sie da wirklich in die Hand nehmen, um dieses Thema so voranzutreiben mit so viel Herz, wie man es von Ihnen da auf der Bühne oben spürt. Das unterscheidet uns dann von kapitalmarktorientierten Unternehmen. Also Sie haben, glaube ich, Verständnis, dass ich da jetzt nicht numerisch drauf antworte, aber ich mache es mal qualitativ. Wir investieren einen höheren zweistelligen Millionenbetrag in die Befähigung unserer Leute und in die Infrastruktur unserer digitalen Tools in der Zukunft. Wenn ich ganz ehrlich bin, ein Großteil davon ist einkalkulierte Opportunitätskosten, weil es einfach Zeit braucht. Also wenn ich es auf der grünen Wiese machen würde, würde es wahrscheinlich schneller gehen. Aber ich würde meiner sozialen Verantwortung als Unternehmer nicht gerecht werden. Und das heißt, es ist durchaus signifikant.
Aber es ist in einem Maß, dass wir glauben, dass der Return on Invest aus der Mannschaft heraus in den nächsten 5 Jahren auch entsprechend hoch ausfallen wird. Mhm. Mhm. Herr Marx, bitte. Entschuldigung, ist 5 Jahre da so ein Zeithorizont, in dem man das betrachtet bei Ihnen? Ja. Ja, Marx, mein Sohn, gut gesagt, also herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich habe eine Frage, und zwar, stehen hinter dem Thema Sie im Management oder steht das große, breite Management dahinter? Das war eine Frage. Ich meine, ich habe viele Fragen, aber das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage. Und vor allem, Sie gesagt, sollen wir tauschen? Die Ziele sind klar für die Mitarbeiter, aber nicht, wie sie den Beitrag leisten können. Sie haben dann gesagt, okay, sie laden dann 250 Mitarbeiter ein, die wissen dann ganz genau, aber sie haben ja beiden eher, wie schaffen sie, die anderen mitzunehmen? Also, ich antworte mal auf die zweite Frage zuerst, wenn man sich damit auseinandersetzt, warum den Leuten klar ist, wohin der Weg geht, dann hängt das damit zusammen, dass die Kommunikation erfolgreich war. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dass die Leute für sich nicht benennen können, wie sie jetzt konkret ihren Beitrag dazu leisten, aktiv, dann hängt das damit zusammen, dass es nicht das Selbstverständnis der Leute ist, also dass die Kultur es nicht hergibt, dass man die Verantwortung dafür trägt, sich auch selbstständig damit auseinanderzusetzen, sondern eher die passive Haltung, man muss mir sagen, was ich zu tun habe und dann mache ich das, also das Gegenteil von Unternehmertum, was in Ordnung ist, aber was über eine große Bandbreite der Belegschaft nicht hundertprozentig funktioniert. Da sind wir an dem Punkt, dass wir ehrlicherweise den Leuten, und das ist, kostet sehr viel Zeit, erklären, was sie nicht mehr machen sollen in der Zukunft, um genau diese Freiräume zu schaffen, sich dann in der Zeit damit auseinanderzusetzen, wie sie einen konkreten Beitrag leisten. Und das ist auch wieder phasenorientiert. Wir haben in den ersten 12 Monaten halt nicht darauf gesetzt, 12.000 Leute auf das Thema zu setzen, weil das defokussiert, sondern eher dort einzelne Teams. Und tragen das halt jetzt in die Breite. Also ein Beispiel, wir haben alle 2 Wochen Collaboration Meetings, wo wir die verschiedenen Initiativen präsentieren lassen, 10 Minuten lang, an was haben sie gearbeitet und was haben sie sich jetzt vorgenommen. Und da können alle Mitarbeiter per Livestream sich einklinken, in die Präsentation reingehen, das ist 100% transparent. Also das heißt, da kann jeder sehen, ah okay, das betrifft meine Abteilung, ich sitze im Controlling, hier wird ein neues Dashboard eingeführt, habe ich verstanden. Und das beantwortet dann so ein bisschen den zweiten Punkt. In diesen Collaboration-Meetings sitzt das Management nicht drin und hält Roadmaps nach und sagt, warum kam das jetzt nicht? Sondern wir nehmen eine ganz andere Haltung ein und sagen, okay, alles klar, ich habe gesehen, in den letzten 2 Wochen hast du die folgenden 3 Sachen nicht geschafft. Woran lag es denn und wie kann ich dich unterstützen oder wie können wir als Management-Team dich unterstützen, dass das in den nächsten 2 Wochen gelingen kann? Also das ist ein bisschen Management-Literatur-Zynismus, weil es genau die... Genau, es ist letztendlich das Agile Management auf einer Unternehmensebene. Wie haben wir es institutionalisiert? Es gibt einen Chief Digital Officer. Ich habe vor wenigen Tagen dieses Amt auch übergeben an einen Nachfolger, einen internen Nachfolger. Das heißt, dort findet auch immer ein zunehmender Generationswechsel statt. Aber letztendlich hat jeder Divisionsverantwortliche, jedes Mitglied des Management hat eine eigene digitale Agenda, die in Summe durch den CDO synchronisiert wird, über verschiedene Aktivitäten hinweg. Ja. Das Thema Transparenz, ich habe im Industriemagazin gelesen, dass die Menschen, die bei Ihnen im Unternehmen die digitalen Dinge denken, ganz nah an der Betriebskantine sind, durch eine Glaswand getrennt. Aber dass man sieht, was die da machen. Wie wichtig ist das? Unreasonable women and men, würde ich sagen, ja, an der Stelle. Als wir angefangen haben, das Thema groß aufzuziehen, haben wir viele Sachen gemacht, die Leute aus der Komfortzone rausgezogen hat. Also dieser Bereich, das ist die ehemalige Verwaltungsratskantine, also ist durchaus auch ein bewusster Akt gewesen, das zu opfern und zu sagen, hier ziehen jetzt die digitalen Transformationsteams ein. Aber viel wichtiger war, dass es ein Ort war, wo die Leute fast gezwungen waren, durchzulaufen. Also das heißt, ich konnte mich da nicht vor verstecken. Und wir tun extrem viel dafür, dass auch visuell innerhalb der Company, also die Leute morgens durchs Tor am Hauptstandort reinlaufen, dann läuft da über einen Livestream die Themen für den heutigen Tag rüber. Ich kann da wie bei Twitter noch eigene Botschaften an Kollegen absenden und so weiter. Also da wird extrem viel getan, um die einfach zu mobilisieren und mitzunehmen.
Und die Räumlichkeiten versuchen wir ehrlicherweise zunehmend zurückzunehmen, weil ich das nicht internationalisieren kann. Ich fange dann immer an, Leute zu diskriminieren. Also wir haben 800 Mitarbeiter in China. Da tue ich mir keinen großen Gefallen, wenn ich dort nicht auch Anknüpfungspunkte schaffe. Das heißt, es verlagert sich sehr stark in Livestreams und Videokonferenzen. Diese Livestreams, wie stark werden die denn genutzt? Wir haben ein schönes Beispiel. Wir hatten vor 3 Wochen eine Konferenz, die haben wir Reflect genannt. Also es ging eigentlich darum, die Erfolge der digitalen Transformation sich anzuschauen. Aber wir wollten uns nicht auf die Schulter klopfen, sondern haben gesagt, lass mal lieber reflektieren. Und da haben wir eine Podiumsdiskussion gehabt. Mein Vater, mein CEO-Kollege, mein Nachfolger als CDO, wo wir über 1800 Zugriffe hatten um 18 Uhr am Nachmittag. Also jetzt keine Kernarbeitszeit, sondern eher, ich habe wirklich eine Passion dafür, dass ich mich damit auseinandersetze, was ein relativ hoher Prozentsatz ist für die Mitarbeiterschaft in vielen Zeitzonen. Ja. Bitte. Gerhard Nowak, Anova HR Consulting. Ich habe eine Frage zu der Altersstruktur dieser, ich nenne es mal Change Agents, bei diesen 250 Mitarbeitern, die da in diesem Workshop drinnen waren. Man sollte so annehmen, dass diese speziell in Richtung Digitalisierung und so weiter, das speziell von der jungen Generation getrieben wird. Frage 1, ist das tatsächlich so bei Ihnen? Wie schaut die Altersstruktur aus? Beziehungsweise, wenn meine Annahme stimmt, dass das eher, was logisch wäre, stark von den jungen Mitarbeitern getrieben wird, wie bewältigen Sie dann das Generationenthema innerhalb der Organisation? Da habe ich das große Glück, dass mein Vater nicht 25 ist und damit mit gutem Beispiel vorangehen kann, der halt ganz offen sagt, ich gehöre auch nicht zu den Jungen, vielleicht mental, aber definitiv nicht auf dem Personalausweis. Und ich gehe diese Themen mit und ich versuche aktiv mich damit auseinanderzusetzen und sie auch mitzugestalten. Und diese Bottom-up-Strategieübungen mit über 1000 Leuten, das waren natürlich im Schnitt Leute, die nördlich der 45 waren und sich und da einfach aktiv zum Denken überredet wurden, sich da entsprechend einzubringen. Die Change Agents an sich ist sehr gemischt. Also wir haben bewusst versucht, Leute einzubauen. Wir haben 2 Kollegen, die sind über 60. Wir haben 5 Kollegen, die sind über 55. Also da auch ein bisschen Diversität reinzubringen, um auch die Kredibilität dessen, was wir dort tun, nochmal zusätzlich zu unterstreichen. Ist das Interesse an diesen Themen, korreliert es mit dem Alter in irgendeiner Form? Wie ist da eure Erfahrung? Vielleicht beginne ich mal empirisch. Ja. Eine empirische Erfahrung. Ja, also ich habe vorhin zitiert, die Veränderungsbereitschaft ist jetzt bei deutschen wie auch österreichischen Mitarbeitern nicht dramatisch hoch ausgebildet. Und das ist eigentlich auch von Alter und Geschlecht ziemlich unabhängig. Also man kann jetzt nicht sagen, die Jungen sind, da weiß Gott, wie viel dynamischer ist die Älteren. Es gibt dann schon so ab 55 geht es dann schon nochmal hinunter, weil es dort schon sehr in Richtung Pension geht und man sehr in der Komfortzone ist. Aber grundsätzlich bis 55 ist das ziemlich gleich. Mhm. Vielleicht unterstreicht das, was Max vorhin auch gesagt hat, egal ob 50, 55, 60, 65, jeder hat ein Smartphone. Also man nutzt Technologie, um irgendwie die Vorteile zu nutzen, die dieses ganze kleine Ding mit sich bringt. Und versucht es aber auszuschalten in dem Moment, wenn man ins Büro geht. Und dementsprechend sind das, glaube ich, Themen, die alle betreffen. Und das ist ja nur gar nicht eine strategische Entscheidung zu sagen, man bringt ältere Mitarbeiter mit rein, weil da ist ja ein ganz großer Wissensschatz da, von dem auch Jüngere profitieren können. Wenn man das beides kombiniert, hat man eigentlich eine ganz gute Mischung. Wir haben da interessante Erfahrung gemacht, dass so ab 55 das Interesse noch einmal massiv zunimmt bei Menschen, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur her sich für neue Dinge interessieren, weil da kommt der Faktor Angst nicht mehr dazu. Die Leute haben dann keine Veränderungsangst mehr, weil der sagt, naja, schauen wir das halt jetzt noch an, ich gehe in 5 Jahren in Pension und vielleicht ist das ja ganz lässig, was da noch kommt. Die haben dann, finde ich, oft einen sehr positiven Zugang dazu. Bitte. Wir haben eine Twitter-Frage hinter dir, vielleicht wollte man kurz auf die eingehen. Ja, ich glaube, ein gutes
Beispiel dafür haben wir ja eigentlich schon gehört, oder? Die Kultur nachziehen. Wir haben bei uns im Unternehmen in den 50er Jahren Unternehmensgrundsätze eingeführt. Also 10 Unternehmensgrundsätze, die so ein bisschen beschreiben sollten, was schätzen wir eigentlich wert als Fissmann-Unternehmensgruppe. Und die sind so hier und da iteriert worden. Aspekte wie Nachhaltigkeit waren sehr früh Teil unserer DNA. Und die haben wir auch beibehalten, aber wir haben uns im letzten Jahr ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Wenn ich jetzt aus einer Phase der inkrementellen Verbesserung rauskomme und jetzt in eine Experimentierphase gehen muss, beziehungsweise den Leuten auch ein Stück weit mehr Freiräume geben muss, dann heißt das, dass für die veränderte Strategie ich auch die Basis verändern muss. Ja, also values are what you value. Und das hat für uns eine Dimension erreicht, die wir vielleicht vorher so zu 100% nicht gesehen haben. Und wir haben dann ganz viele Kulturworkshops mit vielen Mitarbeitern durchgeführt, auch mit Kulturträgern, also die durchaus für das gestanden haben, was wir vorher zu 100% vertreten haben. Und haben dann daraus abgeleitet, dass es eigentlich 3 Themen sind. Und wir haben als Werte definiert verantwortlich, teamorientiert und unternehmerisch, was jetzt sehr nach Worthülsen klingt, aber wenn man sich dann damit auseinandersetzt, was heißt das eigentlich? Unternehmerisch heißt für uns Braveness, also mutig sein. Und diesen Mut, also den Leuten klarzumachen, damit wir die Strategie erfolgreich umsetzen können, braucht ihr den Mut, auch was auszuprobieren, hat es extrem erleichtert, klar zu kommunizieren, was ist eigentlich richtig und was ist falsch. Und ich kann dann nicht sagen, hier sind unsere neuen Werte und jetzt haben wir es umgesetzt. Ich muss das natürlich sehr aktiv begleiten. Man tut sich aber am Ende des Tages, ist zumindest unser Erfahrungswert, einen großen Gefallen, das nicht an die Digitalisierung zu hängen, sondern da sind wir wieder bei der Managementliteratur, ist allgemein richtig, dass wenn die Strategie sich verändert, dass dann auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Und jetzt vielleicht mal aus einer Marktseite kurz das ganze Thema noch aufgegriffen. Warum ist dieser kulturelle Wandel wichtig? Ich habe davor ein Unternehmen gegründet, war dann bei einem großen Start-up und hätte mich eigentlich nicht damit auseinandergesetzt, irgendwie mit einem Industriekonzern zusammenzuarbeiten in irgendeiner Art und Weise. Plötzlich aber zu erkennen, dass da Herausforderungen sind, die man mit dem Skillset, das man sich angeeignet hat, dazu beitragen können, das mit zu erledigen, hat ja einen ganz großen Punkt. Und es ist, am Anfang hat der Max es bezeichnet als der Funke für die Veränderung, was dieser Venture Capital Fonds bedeutet hat. Was jetzt ja gerade aber passiert, nach 2 Jahren, wo die Unternehmung selber auf diesen digitalen Füßen steht, eigentlich ein Paradigmenwechsel dahin zu, dass man der Marktbereiter ist für Startups. Weil Startups sagen, ich glaube 60% sagen, nach Kapital ist der Marktzugang für sie das wichtigste Thema beziehungsweise die größte Herausforderung. Heißt, jetzt fängt eigentlich an, Fissmann durch die Tatsache, dass sie in Venture Capital Fonds investiert haben, die wiederum in Startups investieren, einen Markt mit aufbereiten, weil sie dahinter packen sowas wie Glaubwürdigkeit, sowas wie ein Blueprint, wie Zusammenarbeit aussehen kann. Und man durch die Tatsache, dass man sich dieses Risikoinvestment getraut hat, den Markt mit ebnen kann dafür, dass dieser Zugang geschaffen wird. Mhm. Und das geht eben auch nur damit einher, wenn diese kulturelle Veränderung im Unternehmen selber stattfindet. Sie waren ja vorher, glaube ich, bei Uber, oder? Das ist richtig, ja. Das ist jetzt eigentlich, glaube ich, weltweit das Startup, das bisher am meisten Geld verbrannt hat, oder? Eingesammelt und verbrannt. Eingesammelt und verbrannt. Was haben Sie denn mitgenommen aus der Zeit? Also vielleicht da zu dieser Klarstellung. Bedroht es den Herrn Wiesmann nicht? Findet er das nicht irgendwie bedrohlich? Also ich glaube, dass mich die Zeit bei Uber massiv geprägt hat in den Erfahrungsschatz, was notwendig ist, um ein Unternehmen in der Geschwindigkeit dahin zu bringen, wo es ist. Was für Strukturen müssen eingezogen werden, was für Hierarchieebenen, wie kann man trotzdem versuchen, sich diesen Spirit eines Startups beizubehalten, zum Wohle der Mitarbeiter. Ich bin letzten Endes trotzdem gegangen aus dem Punkt, weil genau das ab einem gewissen Punkt diese unternehmerischen Einfluss, den man drauf nehmen kann, nachgelassen hatte. Zu dem Thema Geld einsammeln und verbrennen. Am Ende des Tages löst Uber ein globales Problem, das weit über das Thema ist, es convenient auf den Knopf zu drücken, um ein Taxi zu bestellen. Am Ende des Tages ist es, wie wird Verkehr, Mobility in der Zukunft aussehen und was bedeutet das für Warenverkehr, für Personenverkehr, für Städte etc., dass dafür extrem viel Geld in die Hand genommen werden müssen, um Märkte aufzubereiten, vor allem weil die Rahmenbedingungen so schwierig sind,
Das liegt, glaube ich, ein bisschen in der Natur der Dinge und auch das, was für die meisten so schwierig nachvollziehbar ist, warum würde jemand Geld investieren in eine Firma, die bewusst keinen, die bewusst Verlust macht? Und wenn man es aber genau nimmt, ist Venture Capital halt eine Form von Unternehmensfinanzierung wie Kredite etc., die aber auf ein anderes Ergebnis abzielt. Und das ist letztlich Geschwindigkeit. Mhm. Und die muss man nun mal haben. Jetzt hat ja Google vor einigen Jahren diesen Thermostathersteller Nest übernommen. Da war dann ganz große Aufregung, vor allem bei den Energieversorgern interessanterweise, weil die gesagt haben, vielleicht macht Google künftig überhaupt unser Geschäft. Und welche Auswirkungen hat das auf Ihr Geschäft gehabt? Oder was ist daraus geworden? Ist das Teil dieser Welle, die sich gerade zurückgezogen hat? Muss ich aufpassen, dass ich öffentlich verwertbare Aussagen treffe. Würden Sie gern fluchen jetzt? Nein, gar nicht, im Gegenteil. Also ich glaube, also drei Sachen. Erstens, damals hat Google Nest übernommen und es gab einen Grund, warum Google kurz darauf die Alphabet-Struktur eingeführt hat. Warum? Weil sie gesehen haben, dass die Kulturen null verträglich sind. Also Nest, sehr stark Apple-minded durch Tony Fadell, hat überhaupt nicht mit dem Google-Setting geklickt. Also es war einfach Clash of Cultures. Also was macht man? Man zieht eine Holding drüber ein und versucht, die Unternehmen auf ihre Stärken zu fokussieren. Und da ist extrem viel Zeit verloren gegangen, aber auch extrem viel Geld verbrannt worden, was, glaube ich, niemand von außen so erwartet hätte. Der zweite Punkt: Google hat, ist kein Geheimnis, dass sie neben dem Management und der Organisation von Informationen dieser Welt auch die Energieströme der Welt managen wollen. Und da ist es natürlich sehr angenehm, wenn ich ein Device im Haus habe, beziehungsweise ein User Interface schaffe, über das ich mit einem entsprechenden Nutzerwert dort im Hintergrund anfangen kann, Energieströme behind the meter, also wirklich in den vier Wänden zu managen. Also von daher ist da sehr viel Wahres dran. Dritte Botschaft, was heißt das für uns? Für uns ist es letztendlich entscheidend, dass wir einen Mehrwert für diesen Planeten stiften. Das ist die Vision, die wir uns auferlegt haben durch Energie, durch kundenzentrierte Energielösung. Und da kann es auch sein, dass das Interface an der Stelle nicht notwendigerweise von uns besetzt sein muss, wenn es dazu beiträgt, dass unsere Energielösungen entsprechende Verbreitung erfahren. Und von daher bin ich da weniger panisch, als man das, als das jetzt der gemeine Managementberater unterstellen würde. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, bitte. Mein Name ist Marietta Babosch, bin von der Firma Sun Group und würde gerne meine Frage an Herrn Kranewetter richten. Industrie 4.0 verlangt ja höchstmögliche Anpassungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit auch gegenüber der Kundenwünsche. Und mich würde es interessieren, wie Ihr Unternehmen darauf reagiert. Zuerst einmal mit einer Auseinandersetzung, worum es den Kunden tatsächlich geht, wo sind die Erwartungshaltungen. Also wir haben jetzt ein bestimmtes Portfolio und das läuft und wir sind dann relativ gut aufgestellt. Wenn heute Kunden mit uns über das Thema sprechen, geht es schon darum, um herauszufinden, was sind die Erwartungshaltungen, was können wir bieten und wo möchte der Kunde denn eigentlich die Innovation bei sich merken. Das ist unser Fokus, den wir heute in dem Zusammenhang haben. Aktuell spielen sich die Bereiche Predictive Maintenance ab. Da geht es aber nicht nur darum, dass Anlagen jetzt von sich aus sagen, ob sie jetzt einen Fehler haben werden oder nicht, sondern es geht vor allem darum, dass wir das ganze Thema Verfügbarkeit betrachten und vor allem auch die Kompetenz des Kunden mit einbringen. Also wir gehen jetzt nicht her und sagen, unsere Produkte sind super und die halten jetzt noch einige Jahre und wir können den Punkt feststellen, wenn das Produkt bricht, wie man es vielleicht bei Haushaltsgeräten manchmal aus der Zeitung liest, sondern es geht wirklich darum, dass man gemeinsam mit dem Kunden seine Expertise mit unseren Fähigkeiten paart und sagt, wir können dir Informationen zur Verfügung stellen, wo du mit deinen Fähigkeiten und bei deinem Ausbildungsstand abschätzen kannst, wann die Anlage zum Stillstand kommen wird und du weißt auch selber, warum. Ja, also wir verlangen das schon sehr zum Kunden und versuchen das gemeinsam mit ihm zu machen. Wenn Sie sich vorstellen, eine Tageszeitung, wenn wir da jetzt dann einen Verlag hier auf der Bühne haben, der absolute Super-GAU ist, wenn die Druckmaschine steht oder wenn das Kettenförderband, das die Zeitungen dann zusammensammelt und auf irgendeinen Stapel schippert, wenn das zum Stillstand kommt. Das ist einer der aktuellen
Schwerpunkte, wo wir tätig sind, weil es ein Markt ist, der ganz, ganz massiv nach Informationen und Unterstützung ruft. Kim, gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Kurz noch ein Kommentar auch zu Uber. Ich habe die Chance gehabt, mit Cargill, mit dem Management von Cargill zu sprechen in Minneapolis, das weltgrößte Privatunternehmen. Und auch die investieren in derartige Strukturen. Und auf die Frage hin an den CFO, wichtigsten Werte da herangezogen werden, waren es ganz klar zwei Punkte, nämlich Innovationsgrad und Marktanteil. Also, und das ist eben auch die Antwort zu hin, warum verbrennt Uber Geld? Uber verbrennt im Endeffekt nicht Geld. Da wird viel mehr Wert geschaffen, als jemals in den letzten 10 Jahren kreiert wurde. Zwei Fragen bitte an, wenn ich so sagen darf, das Wiesmann-Team. Können Sie uns ein Best Practice geben, wie zum Beispiel Mockup bei Ihnen funktioniert? Also die Feedback-Schleife mit dem Kunden in der Entwicklung von neuen Produkten, zum Beispiel was gerade jetzt als Best Practice gelebt wird. Und die zweite Frage, wo im Management ist bei Ihnen das Thema Allianzbildung angesiedelt? Machen das Sie, Herr Wiesmann, oder ist das jemand, der sich um die Allianzen und dann das konkrete Verfolgen der Second Tier, Third Tier Alliances kümmert? Also Partnerschaften? Genau, ja, danke. Ja. Okay. Partnerschaften, das ist letztendlich die Verantwortung eines jeden Mitarbeiters, ja, ganz nüchtern. Letztendlich ist es so, wir haben einen Head of Partnering, der mit einem kleinen Team dafür Sorge trägt, dass das Ganze auch professionell gemanagt wird. Das ist, glaube ich, eine der härtesten Erkenntnisse der letzten 2 Jahre, dass man ja weiß, dass man gemeinsame Interessen hat und dass es deswegen ja sehr rational ist, jetzt auch hier gemeinsame Sache zu machen. Leider sind die Transaktionskosten auf dem Weg dahin nicht null. Deswegen muss es aktiv gemanagt werden. Die Best Practices, ja, ich bin eigentlich grundsätzlich kein Freund von Best Practices, wenn ich das mal so nüchtern sagen darf. Also wir haben es sehr einfach gemacht. Es gibt einen Head of Design Thinking, der hat letztendlich Train the Trainer gemacht. Also das heißt, der ist mit einer kleinen Truppe durchs ganze Unternehmen durchgegangen und hat die Leute enabled, sich mit den Phasen von Design Thinking auseinanderzusetzen. Das wirkt jetzt sehr akademisch, aber es war ehrlicherweise ein großer Werttreiber. Und dann haben wir im zweiten Schritt gesagt, okay, was brauchen die Leute denn eigentlich an der Hand, um tangible, also anfassbare Prototypen bauen zu können. Und da ist es total egal, ob ich jetzt mit einer tatsächliche App programmiere oder ob ich das mit Paperclips mache. It doesn't matter. Es geht nur darum, dass wir die Funktionalitäten richtig hinkriegen. Ein schönes Beispiel, diese Management-Plattform für unsere Anlagen haben wir in den Strategie-Workshops mit unseren Installateuren entwickelt. Das heißt, 2 Kunden, 5 FISMA-Mitarbeiter, 1 Coach, einen Raum, 24 Stunden, am Anfang Fragen gestellt, erarbeitet, was heißt das eigentlich, mittags nochmal zusammengefasst, okay, ich glaube, das ist der größte Werthebel, dann 2 Stunden Prototypen zusammen entwickelt und immer wieder mit denen in die Feedback-Schleife reingegangen, abends die Präsentation und danach 2, 3 Bier und es war ein fantastischer Abend. Ja? So, und was will ich damit sagen? Man darf das gar nicht so sehr kasteien. Das ist auch die Iteration auch in einem großen Modell wie Uber läuft letztendlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Mit der Unternehmensgröße fängt man dann irgendwann an, den Checkout-Button zu iterieren. Ich wäre froh, wenn wir an der Stelle schon wären. Ja? Also da ist noch ein weiter Weg. Okay. Vielleicht eine Mini-Ergänzung zu dem ganzen Thema. Wir reden ja gerade sehr darüber, wie man Transformation auch in einer harmonischen Art und Weise oder am besten in seinem Unternehmen etabliert. Was dabei so ein bisschen verloren geht, ist, das ist kein nice to have, was einen irgendwie vielleicht dazu bringt, effizienter oder angenehmer oder für die Zukunft aufgestellt zu sein. Es ist bei ganz vielen Unternehmen die Frage, ob sie überhaupt eine Zukunft haben werden. Und das ist vielleicht in der drastischen Aussage, kann ich auch gerne im One-on-One nochmal sprechen, das darf man einfach nicht vergessen und die Beispiele sind riesig dafür. Kodak hat so erwischt. BlackBerry, Nokia, eigentlich Leute, die in dieser Industrie Vorreiter waren, sind am Ende des Tages auf der Strecke geblieben, weil sie nicht an dem Punkt waren, hinter das Geschäftsmodell zu schauen. Und was kommt danach? Und das einfach nur als, vielleicht als so von meiner Seite noch das Ergänzende dazu zu sagen, es muss passieren, es ist nicht ein Ob vielleicht.
Ist es für Sie okay, wenn wir das als Schlusswort unserer Diskussion nehmen? Das ist ein wunderbares Schlusswort. Bitte? Der Herbert Kling sagt, das ist ein wunderbares Schlusswort. Absolut. In diesem Sinne, meine Herren, vielen herzlichen Dank für Ihr Mitwirken. Toll, vielen Dank für das Intro. War ein super Auftakt zu unserem Tag. Ich hoffe, Sie sehen das auch so. Dankeschön. Applaus